ich nehme nicht die Zielgruppe Kinder, sondern ich mache eine Gruppe Jungs und ich mache eine Gruppe Mädchen. Und ich spreche die Jungs als Jungs in ihren ganz speziellen, und ihr seid Abenteurer und Technik, das ist das, was euch interessiert. Ich spreche die Jungs immer sehr spezifisch an und umgekehrt die Mädchen natürlich auch. Was dann passiert ist, dass die Mädchen sich als Teil der Mädchengruppe fühlen und sich und ihre Ansichten und ihre Meinungen diesem Gruppenkonsens anpassen. Und wir haben dann später das Gefühl, ja, die Mädchen sind ja so. Die interessieren sich eben für Puppen und spielen gern und malen gern und rosa und Glitzer, und die Jungs ja gar nicht. Aber das ist nichts, was aus den Kindern per se herauskommt, was sie quasi durch Geburt und über ihren Genpool und über ihre Hormone mitbringen, sondern das ist das, was Sozialisation bedeutet. Das ist etwas, was sie lernen.